Wunderbar weibliche Wege, um wieder in die eigene Kraft zu kommen. Das ist heute unser Thema und dieses Thema bespreche ich mit Kerstin Linnartz heute im Laufe unseres Lives, im Laufe der kommenden Stunde. Und Kerstin Linnartz ist eine liebe Kollegin von mir, die ich schon lange, lange kenne, muss ich sagen. Sie ist auch TV-Moderatorin. Und hat dann irgendwann angefangen mit Yoga und das Ganze wirklich zu einem Business für sich ausgebaut. Wirklich interessant, Be Better Yoga gibt es. Sie hat ein Buch geschrieben, All About Yoga, Business Yoga und My Yoga Essentials und eine DVD, die man bestellen kann. Also like the whole thing. Ich bin total gespannt, was sie heute so zu erzählen hat. Ich wollte euch aber das Buch zeigen, mit dem ich irgendwie gerade beschäftigt bin. Wartet mal, ich zeige mal hier so. Das ist nämlich ganz geil. Ich habe es noch nicht angefangen zu lesen, bin ganz ehrlich. Aber das ist mein gerade neues, der neueste Zuwachs in meinem Bücherschrank. Roland Kehlbrand, Deutsch, eine Liebeserklärung, die 10 großen Vorzüge unserer erstaunlichen Sprache. Warum habe ich das gekauft? Der Klappentext hat mich einfach super interessiert. Ich lese ihn einmal vor, deswegen kein No-Spoiler, no nothing. Höchst kurzweilig. Amüsant und spannend erörtert Roland Kehlbrand die wunderbare Vielsächtigkeit unserer deutschen Sprache. Ein echtes Lesevergnügen, Nele Neuhaus schreibt das. Deutsch gilt ja als kompliziert, steht da hart und teilweise sogar hässlich. Zu Unrecht, findet Roland Kehlbrand und zeigt, warum wir gerade im Deutschen die ausdrucksstärksten Wörter haben, warum unsere Sprache so gut zu lesen ist und welche einzigartigen Nuancen sie uns bietet. Dieses Buch vereint die größten Vorzüge der deutschen Sprache mit viel Humor und zahlreichen Beispielen. Für jemanden, der so schnell und so gerne ins Englische wechselt wie ich, ist das auf jeden Fall mal ein interessanter Ausflug in Ich sehe gerade, sie hat sich gerade zugedingst. Guten Morgen, liebe Jenna. Guten Morgen an euch alle. Guten Morgen, Rosa. Guten Morgen, Kerstin. Guten schön, Morgen. Boah, mein Gott, so viel Energie, so viel Power jetzt schon. Alleine in, also nur in zwei Worten. There you go. Kaffee. Kaffee did the trick. Ja, ich hatte schon zwei Tassen, das reicht jetzt erstmal. Ja, ich bin gerade bei meiner zweiten. Lecker, super. Wir haben gestern schon lange telefoniert, wir wollten gar nicht aufhören. So. Ja, ich hoffe, du bist noch gut weitergekommen bei deiner Zugfahrt. Total gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, also das war gestern wirklich ereignislos, deswegen hat man auch nichts davon gehört. Ist ja auch immer so, ne? Wir beschweren uns immer über die Deutsche Bahn und man sieht auch nur das Negative, aber es funktioniert dann doch auch verhältnismäßig oft. Ja, wie bei so vielen Sachen im Leben, ne? Ja, ne? Man konzentriert sich immer so aufs Negative und dann wird das so überbetont, aber dabei so schlecht ist es nicht. Absolut. Ich freue mich total auf das Gespräch, Milka. Und ich fand das gerade so cool. Ich bin reingekommen, als du dieses Buch vorgestellt hast. Ne? Ich fand das, du hast mir so aus der Seele gesprochen, was die deutsche Sprache angeht. Ich bin ja ein totaler Sprachfanatiker und habe Sprachen studiert und ne, Journalistin Bücher geschrieben, komplett selber geschrieben, jedes Wort. Und ich finde es teilweise so schade, was mit unserer Sprache passiert heute. Ich komme mir da manchmal vor wie meine eigene Oma, die sagt, oh, früher war das viel anders. Und oh, was ist aus der deutschen Sprache geworden? Du hast mir da so aus dem Herzen gesprochen. Und ich bin ja auch bei diesen Veränderungen der Sprache. Ne? Also meine, also zum Beispiel das Creolu, also die Sprache meiner Eltern, das ist ein Dialekt aus dem Portugiesischen und das ist so eine Sprache, die extrem lebt, also die ist sehr lebendig, es gab auch sehr lange Zeit keine geschriebene Form und deswegen verändert die sich ständig. Man muss dazu denken, zwei Drittel aller Kapverdianer leben im Ausland, also leben nicht auf den Kapverden, sondern irgendwo anders und das merkt man mittlerweile in der Sprache. Du hast Einflüsse aus dem Französischen, aus dem Englischen, aus dem Holländischen und da kommt dann alles irgendwie zusammen und mittlerweile, also wenn ich auf die Kapverden komme und mit den Leuten spreche, dann sagen die immer, hey, du sprichst wie meine Oma. Also, schlimm, also Uroma vielleicht sogar. Ich so, Alter, ja, so schlimm. Ich so, ja klar, aber natürlich, weil mittlerweile alles irgendwie
irgendwie was anderes ist. Also, ne? Ja, Und das ja, passiert auch hier im Holländischen, merkst du das, ne? Also, wenn du im Holländischen immer mal wieder richtig krasse englische Wörter einfließen lässt, ist no, you know, no biggie, hey? It's, ja. that's how it is. Ja, Und ja. so ist es natürlich auch mit der deutschen Sprache. Nichtsdestoweniger, finde ich, hat die deutsche Sprache eine ganz eigene Faszination schon immer für mich gehabt. Und ich habe aber auch so ein, ich finde Sprachen einfach spannend, weil ich finde, Sprachen sind immer so ein, die geben Einblick in die Herzens- und Gedankenwelt einer Nation. Absolut einer Nation und eines Menschen und einer Gesellschaft, total. Ich arbeite zum Beispiel auch mit meinen Leuten ganz viel mit Sprache. Ja, ich arbeite auch mit NLP, was ja neurolinguistisches Programmieren ist, diese Sprache, die wir uns selber gegenüber haben. Ne, haben wir ja gestern auch so ein bisschen drüber gesprochen, was schon in der Kindheit anfängt, wenn ein kleines Kind permanent einen bestimmten Glaubenssatz eingefiltert bekommt ins Gehirn, dann hallt der wie so ein Echo wieder. Und das ist dann die Sprache, die wir uns selber gegenüber haben. Wenn du dir das mal in deinem Umfeld anguckst, dann, wenn ich eine halbe Stunde mit jemandem rede, bekomme ich ein Bild davon, wie seine Kindheit gewesen ist. Weil du merkst jemandem an, ob jemand ein Positive Self-Talk oder Negative Self-Talk, passiert mir übrigens auch ganz oft, du wirst sehen, dass ich ganz oft auch ins Englische falle, weil ich momentan so viel auf Englisch arbeite und ganz viele internationale Klienten habe, mit denen ich auf Englisch arbeite. Aber der Self-Talk, der zeigt sich im Außen, ne? Und das ist so diese Sprache, die jemand sich selber gegenüber anwendet. Ist das positiv? Ist das ermutigend? Oder ist das negativ? Ist der Kritiker zu einem selbst ist ja ganz laut, das merkst du einer Person an. Und da kann man im Coaching ansetzen, absolut, das mache ich ganz klar. Ne? Weil wenn du mit jemandem regelmäßig hörst und siehst, da kommt immer wieder dieses, ich bin nicht gut genug. Ich werde niemals die Karriereleiter hochkommen. Ich werde niemals eine Führungsposition haben oder ich werde es niemals richtig machen. Da kann man ansetzen mit der Sprache. Also Sprache ist ein ganz, ganz wichtiges, mächtiges Werkzeug eigentlich. Das heißt, Sprache kann auch empowern und das, da das ja unser Tool ist irgendwie gerade oder das, worüber wir sprechen, möchte ich gerne wissen, how? Wie können wir quasi mit Sprache unsere eigenen Gedankenmuster verändern? Das wäre ja jetzt irgendwie auch was Leichtes, was man machen kann. Absolut, das geht teilweise schnell. Guck mal, ich sehe hier auch gerade so ein bisschen parallel die Kommentare. Vivian hat gerade kommentiert, Self-Talk kann sich entwickeln, absolut, und er kann trainiert werden. Ich schaue wegen der Gendersprache kaum noch deutsches Fernsehen, sagt da gerade jemand. Ist ein ganz anderes Thema. Aber ne, das, was Vivian gerade auch gesagt hat, und wie wir das entwickeln können, es ist so ein bisschen ein Paradoxum. Es ist eigentlich total einfach, ja, wenn man weiß, wie es geht, wie bei so vielen Sachen, aber man muss erstmal hinkommen. Ja, das ist wie beim Sport, das, was du regelmäßig über einen langen Zeitraum trainierst, darin kannst du Meisterschaft erlangen. Ich sage meinen Leuten immer, ein Formel-1-Weltmeister hat nicht den Führerschein gemacht und hat sich dann sofort in ein Formel-1-Auto gesetzt. Ja, das ist bei allen Sachen so. Und der Geist ist am Ende des Tages ein Muskel, der regelmäßig trainiert werden muss. Das heißt, auf der einen Seite kannst du diese Techniken, um den Self-Talk von einem negativen in einen positiven anzuwenden, super einfach lernen. Wenn das gut angeleitet ist, wenn du da gut reingecoacht wirst und man offen ist, ja, dann kann das innerhalb einer Stunde, ich habe schon mit Leuten gearbeitet, in der dritten Session, einer Stunde, hat auf einmal ein innerer Shift stattgefunden, wo die gesagt haben, das gibt's doch nicht. Ich habe 30 Jahre lang mir diesen negativen Satz gesagt. Der hat alles infiltriert, was ich gemacht habe. Bleiben wir bei diesem Beispiel, never good enough. Ja, Aber lass mich das. dich einmal ganz kurz unterbrechen an der Stelle. Ich glaube, es ist noch einmal ganz wichtig zu erzählen. Also es ist ja in der Psychologie heißt es immer klären vor lösen. Ne? Also nicht, dass jetzt hier an dieser Stelle der Eindruck entsteht, oh Mann, da muss ich ja nur zu einem Coach gehen und dann dauert das nur 3 Sessions und dann bin ich irgendwie, dann bin ich wieder cool. Wenn du richtig krasse Probleme hast, wenn Glaubenssätze richtig tief und fest sitzen, wenn die sich ungesund in deinem Leben äußern, dann ist es sehr wichtig, genau da anzusetzen und das zu klären. Absolut. Und dann kommen diese nächsten Schritte. Also wir sind jetzt schon bei den Next Steps, bei den weiterführenden Schritten. Ich gebe mal ein Bild. Wenn du ein verschimmeltes Toastbrot hast, kannst du so viel Schokolade drauf schmieren, wie du willst. Das wird nicht wieder gut. Ganz genau. Ja? Ja. So, also da geht es so ein bisschen drum.
so richtig diese schimmeligen Stellen, die muss man sich auch angucken, weil sonst kommt, also sonst wirst du vielleicht merken, wie du nicht weiterkommst. Also so ging es mir, dass ich gedacht habe, oh Mann, ey, ich mach doch alles und so, ne? Also und merke, wie ich da aber total an meine Grenzen gestoßen bin, weil es immer Punkte gab, wo ich mich nicht nach hinten gewendet habe und mir angeschaut habe, was ist denn das da eigentlich, was da so rumort, so, ne? Okay. Absolut. Du musst den Schimmel erst entfernen und vor allem musst du den Grund für den Schimmel anschauen. Den kann man teilweise nicht entfernen, wenn das ganz tief liegende Wunden sind, wenn das ein Trauma ist, was in der Kindheit entstanden ist, dann bleibt das mitunter da. Eine Verletzung, die passiert ist, wie bei einer Wunde, bleibt eine Narbe. Es kommt aber darauf an, wie diese Narbe versorgt wird, ob du die ordentlich behandelst, ja, und ob sie sich immer wieder entzündet oder ob du mit dieser Narbe absolut gut leben kannst, weil du einfach die Methoden gefunden hast und weil du das geheilt hast, was die Narbe verursacht hat. Und du sagst es ganz richtig, bevor man an den Self-Talk rankommt, liegen in meinem Prozess liegen da 3 Schritte davor. Ich habe so einen 7-stufigen Prozess entwickelt, in dem aus den 25 Jahren Erfahrung, die ich habe, ich verschiedenste Werkzeuge anwende, die die Leute wirklich von unten nach oben, sag ich mal, durch einen Prozess hindurchführt. Und vor dem Self-Talk, bevor man an die Sprache, an die Glaubenssätze rangehen kann, sind natürlich erstmal ganz andere Schritte. Bei mir ist zum Beispiel immer der allererste Schritt, wie du ja vielleicht weißt, ich habe eine auch inzwischen 30 Jahre Historie mit Yoga, mit Breathwork, mit Meditation. Das heißt, der Körper, unser Vehikel, in dem wir durchs Leben laufen, das ist bei mir immer der allererste Schritt, weil jemand ganz, ganz klar, bei dem sich durch einen ungesunden Lebensstil oder durch mangelnde Selbstliebe eine Lebensweise eingeschliffen hat, die sich körperlich äußert, wenn jemand Substanzen zu sich nimmt, wenn jemand regelmäßig Alkohol trinkt, sich nicht gut ernährt, Schlafstörungen hat, seinen Körper so vernachlässigt, dass er bestimmte Schmerzen hat, bestimmte Krankheiten entwickelt hat, der wird nicht in einen friedlichen Geist kommen. It's not gonna happen. Das heißt, da gucke ich erstmal, wie ist der Status quo, wie ist derjenige in seiner körperlichen Konstitution und wie kann man ihm da helfen, erstmal in körperlichen Zustand zu kommen, dass derjenige überhaupt hier in die Ruhe kommen kann und hier mal richtig reflektiert hinschauen kann, warum habe ich hier diese Sätze drin? Ja, und absolut richtig, da sind erstmal Schritte drin. Und dann ist ein ganz wichtiger Schritt natürlich, der auch vor dem Aufräumen im Geist steht, das wirkliche Loslassen, und zwar auf körperlicher und auf mentaler Ebene. Ein mentales Trauma, ein Kindheitstrauma, das setzt sich körperlich fest. Viele Autoimmunerkrankungen haben tatsächlich ihren Ursprung da. Wenn du in diese Body-Mind-Connection schaust, ich habe zum Beispiel mit einer Frau gearbeitet, die hatte über 20 Jahre massive Darmstörungen, ja, hat horrende Operationen über sich ergehen lassen müssen. Und wir haben hingeschaut und das lag tatsächlich in ihrer Kindheit. Ja, und auch da haben wir über einen Prozess von 6 Monaten, sie sagte dann irgendwann zu mir, das ist jetzt ein bisschen graphic, was ich hier sage, aber sie sagte dann irgendwann zu mir, nachdem wir wirklich in dieses Hinschauen, Auflösen, Loslassen im wahrsten Sinne des Wortes gegangen sind, sagt sie zu mir, Kerstin, seit 20 Jahren habe ich zum ersten Mal wieder einen ordentlichen Metabolismus, einen ordentlichen Stoffwechsel, eine ordentliche Verdauung ohne Medikamente zu nehmen. Ich fange wieder an zu schlafen, meine Haut wird besser. Ich habe nicht mehr diesen Druck, diesen Stress. Ja? Das heißt, dieses wirkliche Hinschauen und Loslassen, was auch immer das ist, wir alle haben an irgendeinem Punkt irgendwas erlebt. Bei dem einen ist das Trauma intensiver. Ja, bei dem anderen sind es leichtere Dinge. Je leichter die Dinge sind, logischerweise, desto leichter lassen die sich auflösen. Manche Dinge lassen sich auch nicht auflösen. Bestimmte Traumata sitzen so tief, die gehen nicht weg, aber wir können einen Weg finden, das auszuheilen, indem wir in Frieden damit kommen und es für uns loslassen. Für uns loslassen. Das, was passiert ist, ist passiert. Und erst dann, wenn ich körperlich in einer Konstitution bin, dass ich fest sein kann, dass ich wirklich hinsetzen kann, dass ich schmerzfrei bin, dass ich ordentlich schlafen kann und es losgelassen habe, dann ist die Sprache dran. Das ist der dritte Schritt Das tatsächlich. ist auch so schön, wie
Die J to the Anna das dann auch beschrieben hat, Sprache ist absolute Energieträger in meinen Aussagen, Texten, Unterhaltung, fliegen die Höhen und Tiefen meines Lebens zusammen, wie das Blut in meinem Fließen, Entschuldigung, wie das Blut in meinem Herzen. Finde ich sehr schön und das würde jetzt auch zu diesem dritten Punkt kommen. Und das ist aber auch so schön, weil im Buddhismus zum Beispiel wird Sprache ist auch Karma. Ne? Also Karma setzt sich quasi aus dem zusammen, was wir tun, was wir sagen und was wir denken. Ne? Bei dem zweiten waren wir ja schon, bei dem ersten auch tun, sagen, also ne, tun und denken. Und jetzt kommt das Sagen. Also wie manifestieren wir das nochmal in Worte? Und ich finde, dass man da auch so schön ja, sich auch selbst hinterfragen kann. Ne? Bin ich so, bin, oh mein Gott, du bist so dumm. Ich habe meinen Kindern zum Beispiel verboten, das zu sagen. Ich finde das ganz fürchterlich. Ich so, nein, du bist nicht dumm. Wie kannst du das sagen? So, nein, das stimmt ja gar nicht. Selbst wenn du, aber sag's auch nicht. Sag's nicht. Ich Genau. finde das, ich finde das, ich finde es fräselig, wie das so schön auf Holländisch heißt. Und das ist auch so ein Wort. Absolut. Fräselig. Ja, man sieht das bei Kindern. Das ist, wir haben uns ja gestern auch lange über unsere Kinder unterhalten. Meine Tochter wird jetzt 8 und ich gehe da genauso bewusst und achtsam rein wie du. Ne? Also man hört das bei Kindern, wenn die irgendwas falsch machen oder was nicht so klappt, ach, ich Dummi. Ja, da fängt es schon an und ich gehe da genauso bewusst rein und sage, nein, du bist ein total schlauer Mensch, du bist ein toller Mensch. Und genau das ist das, was festgesetzt wird. Ja, oder dieses ganz häufig genommenes Beispiel. Ich arbeite ja hauptsächlich mit Frauen in den Coachings, wo ganz oft auch bei Frauen, die Führungspositionen innehaben in ihrem Job, wahnsinnig viel Geld verdienen, im Außen wahnsinnig viel Ansehen erleben. Ja, da Und viel ist eben Verantwortung haben. viel Verantwortung haben, viel Druck tragen und einen fantastischen Job leisten, die aber nichtsdestotrotz innen drin dieses Ding haben, never good enough. Du bist nicht gut enough oder dieses sei nicht so viel. Das höre ich von so vielen Frauen in Führungspositionen, weil ihnen als kleines Mädchen, gerade in unserer Generation, so oft gesagt wurde, sprich doch nicht so laut, sei doch nicht so wild, benimm dich doch mal, sei doch mal ein liebes Mädchen. Wenn mir das manchmal über die Lippen kommt, das passiert einem, ja, wenn man nicht reflektiert ist. Ich bin auch nicht 100% des Tages reflektiert. Erwische mich manchmal dabei im Restaurant, dass ich zu meiner Tochter sage, oh, jetzt sei doch nicht so laut. Und in dem Moment denke ich schon, das darf die aber nicht so oft von dir hören, weil genau das setzt sich fest. Ich hole manchmal bei meinen Frauen, mit denen ich arbeite, dieses jetzt sei mal laut, sei mal unverschämt. Da ist wieder die Sprache, weil die sich schämen, laut zu sein, sich wirklich hinzustellen. Weißt du, wie viele Frauen, die Führungspositionen haben oder die sogar in der Öffentlichkeit stehen, auf der Bühne stehen, die stehen vor Hunderten, vielleicht Tausenden Menschen, halten Vorträge, machen Meetings, Mitarbeiterversammlungen und haben innerlich einen Kampf, weil sie diesen Glaubenssatz drin haben, sei doch nicht so laut, sei nicht so viel. Und hier kann man wunderbar aufräumen, wieder, auch im Schnellen, wenn ich jemanden auf die Bühne stelle, dieses Erden, wirklich in den Körper kommen, ich bin, I am, ich bin in meinem Körper und es ist gut, dass ich bin. Ich lasse das los, was mir gesagt wurde. Und dann in die Sprache zu kommen, da passiert so ein massiver Shift, ja, bei den Leuten. Und das ist das, wo ich meine, da kann innerhalb kürzester Zeit, wenn die Vorarbeit gemacht ist, ein massiver Shift passieren, nämlich dahin, dass derjenige sich wohlfühlt mit sich und das genießt, was er da macht. Ja, ich glaube, we're on to something here. So, ich glaube, das ist ein richtig riesiger Punkt, wenn wir heute über Kraft sprechen. Dieses sei doch nicht so laut, nimm nicht so viel Platz ein. Du bist ein bisschen zu präsent. Ja, das hört man ja auch. Du bist ein bisschen zu präsent. Nicht so, was soll denn das eigentlich sein? Also, like, was willst du mir jetzt eigentlich? Hä? Also, wenn man mal drüber nachdenkt, was für eine Unverschämtheit ist das denn eigentlich? So, ne? Like, da kannst du auch gleich sagen, geh weg. Weißt du? Das Weißt du, heißt es, wenn du ja. es auf die Essenz runterbrichst, bedeutet der Satz, du bist ein bisschen zu präsent oder man hört auch manchmal dieses, du bist ein bisschen zu viel, ja. Das bedeutet genau das bedeutet das. Sei weniger präsent, ja, wie kann ich weniger präsent sein, indem ich weg bin? Und das ist Aber, das, also so, was und bei die den Leuten Konsequenz,
daraus, ne? Die ist aber auch so krass. Ich habe das in einem Live, in einem spontanen Live mit der Miriam Mahn besprochen, ne? Also wirklich eine große, schwarze Frau mit einer lauten Stimme, der immer wieder gesagt worden ist, und das ist nicht so, dass die schreit, wenn die laut ist, die ist einfach laut, die ist einfach da. So, ne? Und die, und dass er immer wieder gesagt hat, sie sei too much, weißt du, so, die soll sich mal ein bisschen zurücknehmen, was dann also darin resultiert hat, dass sie sich schlussendlich echt das Leben nehmen wollte. Also es gab einen echten Suizidversuch deswegen. Ja. Und dann erst danach hat sie gesagt, aber ich, weißt du, wenn ich bin, dann bin ich so. Dann nehme ich Platz ein, dann bin ich laut Ja. und dann muss ich sagen, was ich denke. Und das ist eine ganz schöne Entwicklung gemacht. Und das ist so eine, wie man so schön sagt, Powerfrau, ja, wo du einfach nur denkst, oh mein Gott, you know, I would miss you so much if you were Absolut. not there. So, ne? Aber das ist halt eben auch diese Konsequenz. Die Frage ist, also ich bin und etwas, was uns Kraft gibt mit diesem Ich bin, also ist ja, wenn ich weiß, wer ich bin, wie komme ich denn daran? Das ist genau die Arbeit. Das ist genau die Arbeit. Self-Love ist ja so ein rudimentär verwendetes Wort. Ja, das ist so ein Sticker-Word, was teilweise auch wieder auf etwas draufgeklebt wird, was aber als Sticker obendrauf nicht funktioniert. Das funktioniert nur, wenn die Selbstliebe, das ist dann übrigens Schritt 4 in meinem Prozess, wenn die Selbstliebe wirklich durchkommt, weil diese negativen Filter aufgelöst wurden. Nur dann kann wirkliche Selbstliebe funktionieren. Und dann kann der Mensch und das ist ein Prozess, das passiert nicht an einem Wochenendworkshop, das passiert nicht in 3 Sessions, das ist ein Prozess. Aber man kann es lernen, das ist die gute Nachricht. Ich gebe den Leuten immer mein eigenes Beispiel. Ich bin aus einem Hintergrund aufgewachsen worden mit so negativen Glaubenssätzen. Zum einen familiär. Ich komme aus einem sehr, sehr gestörten familiären Ursprungssystem. Ja? Und mir wurden als Kind derartig negative Glaubenssätze eingefiltert, was meine körperliche Gesundheit angeht, was meinen Selbstwert angeht, was meine Erfolgschancen angeht. Und ich habe das bis zu meinen frühen 20ern dermaßen gelebt. Ich habe eine Krankenhaushistorie bis in meine frühen 20ern. Damit könntest du ganze Zimmer plakatieren, ja, bis hin zu schweren Depressionen, bis hin zu Substance Abuse, bis hin zu auch Suizidgedanken sind mir absolut familiär, ja. Mir wurde prognostiziert, dass ich bestimmte Krankheiten entwickeln werde, die ich zum Teil auch entwickelt habe, weil ich es geglaubt habe. Und erst als ich angefangen habe, das aufzuräumen, das war bei mir ein Prozess von Dekaden, das ging über 15 Jahre. Gott sei Dank beschäftige ich mich seit 30 Jahren inzwischen mit diesen Self-Healing-Arts. Und ich bin immer der lebende Beweis, ich bin einer der gesündesten Menschen, die ich kenne. Ich bin jetzt mit 46 gesünder als in meinen 20ern. Ich habe diesen Negative Self-Talk abgelegt, der klopft manchmal noch an die Tür. Deswegen sage ich, wenn bestimmte Traumata so tief eingerissen sind, die Narbe ist da. Die Trigger-Response, die ist angelegt. Aber ich habe so viele Werkzeuge so tief gemeistert, damit umzugehen, dass es mich nicht mehr runterreißt. Im Gegenteil, dass ich andere inspirieren kann und ihnen sagen kann, du, egal wo du gerade bist, du kannst dich da rausholen mit der richtigen Hilfe. Und deine Frage, wie geht das? Dahin zu kommen, dieses I am, ich bin und es ist gut, dass ich bin und ich liebe es zu sein. Das fängt im Körper an, das fängt damit an, es loszulassen, was mir negativ impliziert wurde. Und es ist wirklich eine Suche. Man redet in der Advaita Vedanta Philosophie vom Dharma Research. Das heißt, es ist wirklich eine Suche nach dem Grund, warum bin ich hier? Was ist mein Geschenk an die Welt? Das können ja mal die Leute, die jetzt gerade live zuschauen, einfach mal machen, weil das geht schnell. Wirklich mal die Augen schließen und sich zu fragen, was ist das, was ich wirklich gut kann? Was ist das, womit ich Leuten, denen ich begegne, eine Freude mache? Was ist das, womit ich die Welt um mich herum so ein bisschen besser mache? Oh, Und das ist der und wenn ihr erste das Schritt. toll findet, das würde ich total toll finden, dann schreibt das doch Ja, gleich hier in den Chat. So, super also Idee, weil weil jeder ja. hat sowas, jeder hat sowas. Selbst Menschen,
die gerade einen Misserfolg verkraften mussten, selbst Menschen, die im Außen etwas wahnsinnig Trauriges gerade erlebt haben oder selbst Menschen, die sich in einer sehr dunklen Phase ihres Lebens befinden, haben schon mal irgendjemandem was Gutes getan. Es gibt für jeden Menschen einen Sinn, warum derjenige da ist. Und da kann man ansetzen, wirklich zu schauen, womit erhelle ich die Welt um mich herum so ein bisschen. Und das kann man nähren und größer werden lassen, ja, weil man da ansetzt. Denn dieses jemand, der Suizidgedanken hat, das ist ganz, ganz oft der Fall. Wirklich, du hast eben das Beispiel gegeben, dass einem gesagt wird, du bist zu viel, du bist zu präsent, du solltest eigentlich gar nicht hier sein. Ja, ich kenne sogar Sätze wie, es sollte dich nicht geben. Es wäre besser, wenn du abgetrieben worden wärst. Das sind natürlich Sätze, die haben ein so krasses Echo in einem selbst. Das wird man nicht los, aber man findet Wege, damit umzugehen. Ja? Mhm. Und es ist so wie eine Lüge, die einem jahrelang erzählt wurde. Wenn du auf einmal die Wahrheit herausfindest, auch das ist ein Prozess, die zu erkennen. Ne? Und jemandem, der das Gefühl hat, er ist zu präsent, er sollte nicht hier sein oder er sollte nicht so sein, wie er ist, dem zu sagen, aber guck doch mal, was passiert, wenn du mit deinen Kindern redest, guck doch mal, wie deine Kinder dich anschauen oder guck doch mal, wie der Kollege, zu dem du als Einziger im Büro nett bist, alle anderen dissen ihn, aber jeder findet so ein Beispiel und da reinzugehen, traut sich niemand was in den Chat zu tippen. Ja, ich glaube, das ist aber auch, also es ist, wie gesagt, das ist total persönlich. Genau, absolut. So, und man, das ist kein Muss, aber wenn sich jemand traut, dann ist das voll schön. Und absolut. Ich glaube, man hört dir auch gerade völlig fasziniert zu. Eure Herzen würden ja jetzt schon beweisen, dass ihr einmal darüber nachdenkt. Was ist mein Geschenk an diese Welt? Wie bringe ich mein Leben, mein Sein, wie mache ich aus meinem Sein einen Nutzen? Wir hören gespannt zu. Ja, wenn jemand sagt, du bist zu irgendwas, dann fängt plötzlich die Suche nach Identität und Richtung. Doch mitfühlend mit sich zu sein, zeigt, dass diese Suche nicht notwendig ist. Ich versuche gerade zu überlegen und die nächste, also meine Frage an dich ist auch schon irgendwie in the making und jetzt darf ich beides nicht verlieren. Ich glaube, also das, was Jenna meint, ich glaube, das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, ja. In dem Moment, also das ist meine Erfahrung gewesen, und da kannst du ja irgendwie auch gleich nochmal drauf eingehen. Meine Erfahrung ist gewesen, dass ich habe auch immer gesucht, ne, was ist mein Nutzen, warum bin ich und so. Und das war auch immer dieses im Außen, so, ne? Also ich habe irgendwo versucht, irgendetwas zu finden, wo Dings, aber da kam immer irgendwie ein Deckel drauf und in dem Moment, wo jemand was gesagt hat, was mir nicht gefallen hat oder was nicht resoniert hat, so, ne, war dann auch immer Schicht im Schacht. Dann wurde das klein, bunt und komisch. Und dann dachte ich, also gefühlt war ich wie so ein kochender Topf mit so einem Deckel drauf und ich habe gedacht, oh mein Gott, ey, there is something! Und das kocht immer mehr und ich weiß nicht, irgendwie die Spannung, die wird so groß. Und irgendwann habe ich gedacht, naja, vielleicht guckst du mal, was da gerade eigentlich kocht. Weißt du? Ja. So. Und habe dann wirklich versucht, so mit ganz, also auch wirklich ganz gelassen und ganz mit ganz viel Mitgefühl, ne? Und also noch nicht mal Selbstliebe, aber so wirklich mit so einem Mitgefühl, wie so meine eigene, als wäre ich meine eigene Oma, weißt du, oder so ein ganz, ganz liebender Mensch, mir anzugucken, oh, what is this? Was mache ich damit? Was will ich eigentlich und so. Und dann bin ich so in mich reingefallen. Mhm. Und dann hat sich auch dieses kochende Meer, Fluss, Topf, beruhigt. Ja. So, ne? Also einfach beruhigt, da ist gar nicht so viel passiert. Ja. So richtig krasse Antworten irgendwie habe ich auch nicht bekommen. Also das war es gar nicht. Aber es ist so, es hat sich beruhigt und daraus sind dann einfach andere Aktionen entstanden, die voll in das eingezahlt haben, was ich eigentlich gesucht habe. Es war voll toll. Absolut, so. Absolut. Ja, was war denn, aber da bin ich auch bei meiner Frage, was mich total interessiert, was war denn bei dir der Moment, wo du gedacht hast, wo du das verändern konntest? Gab es da so einen Schlüsselmoment? Waren das viele kleine Momente? Oder gibt es einen Moment, an den du dich ganz besonders erinnerst, der so ähnlich war wie das, was ich gerade beschrieben habe? Absolut, ich habe jetzt
auch gerade, ich habe innen so eine Liste mit Stichworten mir gemacht, weil du hast so viele Stichworte gegeben. Auf diesen Moment komme ich gleich ein. Da machen wir mal schnell ein Lesezeichen. Ich will ganz kurz auf Jennas Kommentar eingehen. Der ist super gut. Wenn jemand sagt, du bist irgendwas, fängt die Suche nach Identität und Richtung mit an, aber mitfühlend zu sein, zeigt, dass diese Suche gar nicht nötig ist. Und das ist das Paradoxum des Lebens. Die Advaita Vedanta Philosophie redet von Lila, dem Spiel des Lebens. Es ist am Ende des Tages gehen wir ins Außen und suchen und wachsen, um ganz am Ende im Innen diese Ruhe zu finden, dieses Equilibrium, das, was du gesagt hast, wo dieses kochende Wasser auf einmal anfängt, ganz ruhig zu werden. Im Advaita gibt man so dieses Bild des Samadhi, dieser Zustand von absolutem Bliss und absolutem Frieden, den man erreicht. Das ist so ein Bild, ihr kennt diesen See, ne? Wenn so ein See, wenn die Oberfläche ganz ruhig ist und da sind keine Wellen mehr, keine Wellenbewegung. Das nennt man im Yoga Yoga Chitta Vritti Nirodha. Whatever. Das zur Ruhe kommen der Wellen des Geistes. Ja. Das ist das Ziel. Aber wie bei allem im Leben, Jenna, und da auch, der Weg ist das Ziel. Und natürlich wollen wir diesen Moment des Friedens, wo wir völlig im Frieden mit uns sind, wo wir nicht mehr streben, wo wir nicht mehr wollen, wo wir absolut okay sind mit dem, wie wir sind, mit dem, was wir sind. Und aus dieser Situation heraus, das ist das, was du, Milka, gerade wie dieses das kochende Wasser kommt zur Ruhe beschrieben hast, aus diesem Equilibrium heraus können wir genau das Richtige kreieren. Da ist die Kreativität, das in unserem Leben zu machen, weswegen wir da sind. Nicht mehr aus der Angst zu handeln, nicht mehr aus dem Druck zu handeln. Mhm. Ich muss jetzt machen, sondern ich möchte jetzt machen. Ganz wichtiger Shift von diesem ich muss zu ich will, ich darf, ich kann. Und der Weg dorthin, es ist ein permanenter Wechsel. Das Leben ist ein Wechselspiel. Wir sind niemals am Ende angekommen. Wir sind immer Schüler, auch Lehrer sind immer Schüler. Ein guter Lehrer wird dir immer sagen, er ist Schüler. Denn im Außen verändert sich das Leben. Du hast als Mitte 40-jährige Mutter eine ganz andere Lebenssituation, ganz andere Filter, ganz andere Eindrücke als 20-jährige Studentin. Als 60-jährige Oma wird es wieder was anderes sein. Ja? Das heißt, wir lernen permanent diese Expansion, diese Ausweitung, dieses Streben. Das ist gut und das ist gewollt. Diese Suche nicht nach Identität, aber diese Suche nach dem What's Next, das ist das, wodurch wir wachsen. Das ist das, wodurch wir diese Lebenserfahrung bekommen. Und dieses Streben nach mehr ist in uns Menschen reingepflanzt worden, damit wir wachsen können. Jeder, der was erfunden, kreiert hat, wir würden jetzt hier nicht sitzen und live über Instagram, über unsere Smartphones machen, wenn da nicht irgendwann jemand gewesen wäre. Wow, da ist doch mehr. Man kann doch bestimmt ein Telefon ohne Kabel machen. Man kann doch bestimmt mit Menschen, guck mal, du sitzt jetzt in Amsterdam, ich sitze in Berlin. Hätte es niemals Menschen gegeben, die nach dem Meer gestrebt haben und die gesagt haben, nein, ich will mehr als das, was es jetzt ist, dann wäre das nicht möglich. Dann könnte man nur innerhalb Dörfer miteinander sprechen. Das heißt, einerseits ist es gut, dieses Streben nach mehr zu haben, dieses ich will, warum bin ich da, was kann ich der Welt geben? Und im Individuum des Einzel innerhalb dieses Strebens, diesen Frieden zu finden und sich immer wieder Ruhepausen auch zu gönnen. Ganz wichtig. Aktion und Rest. Action und Rest. Ja? Streben und genießen. Das heißt, wirklich, es ist gut, etwas zu wollen und auf eine Suche zu gehen. Und gleichzeitig ist es wirklich ein Paradoxum, innerhalb dieses Strebens immer wieder diese Momente mit dem wow, es ist gerade fantastisch, so wie es ist. Es ist toll, am Leben zu sein. Ja, ich hoffe, das beantwortet auch so ein bisschen Jennas Gedanken. Sie hat hier gerade nochmal, dieses in sich hineinfallen ist so wohltuend. Genau. Und da kommen wir jetzt zu deiner Frage auch, wo bei mir der Moment war. Wie gesagt, nach einer wirklich langen, langen Historie von Schmerzen aushalten, Schmerzen betäuben, was bei mir lange die Trigger-Response war, durch Overwork,
King, ja, dieses, wenn ich eine Riesenkarriere mache, werde ich endlich Liebe in meinem Leben haben. Funktioniert nicht. Wenn ich ganz viel shoppen gehe und ganz viel Geld habe, werde ich endlich Liebe in meinem Leben haben. Funktioniert nicht. Wenn ich Substanzen in meinen Körper tue, die mich betäuben, werde ich den Schmerz nicht mehr spüren. Nein. Das heißt, ich musste ganz viel Trial and Error durchlaufen, um dann endlich meine Techniken zu finden, die mir wirklich im wahrsten Sinne mein Leben gerettet haben. Und ich kann dir genau diesen einen Moment sagen, wo sich bei mir alle Ängste und bis hin zur ureigenen Angst vor dem Tod, das ist die ureigene tiefste Angst, die der Mensch hat, dieses Fahrzeug, diesen Körper zu verlassen. Ich kann dir ganz genau den einen Moment sagen, nach 17 Jahren Praxis und Quest, als ich in Indien gelebt habe, habe ich auf dem Dach meines Bungalows, in dem ich da gelebt habe, gesessen, habe lange und tief meditiert. Und ich weiß noch ganz genau diesen Moment, als ich zum allerersten Mal in Samadhi gefallen bin. Samadhi, das nennt man diesen absoluten tiefen Frieden in einer tiefen Meditation. Und in diesem Moment war alles, was ich gelesen hatte und studiert hatte, in der Theorie, es war auf einmal, es ist auf einmal alles aufgegangen, aller Schmerz, aller Angst, aller Selbstzweifel war weg. Und dieses I am, ich bin, ich war auf einmal alles. Und was hast du damit gemacht? Ich habe dadurch, dass ich vorher studiert hatte und wusste, wenn dieser Moment kommt, durch deine Praxis, das habe ich in meinem Vedanta-Studium, wurde ich darauf vorbereitet auf diesen Moment. Das heißt, ich habe mich nicht aus Angst abgewendet, was bei vielen Menschen passiert. Dieses Hineinfallen, was du eben beschrieben hast, das empfindet das Ego als Kontrollverlust. Das Ego will kontrollieren, das Ego will uns beschützen. Und dieses sich wirklich reinfallen lassen. Ihr alle kennt diesen Moment, wenn wir in den Schlaf fallen. Das kennst du, ne? Bevor wir in den Tiefschlaf fallen, ist wirklich so ein, das ist so ein Gefühl von Fallen. Und manchmal schreckt man da heraus und hat so einen komischen Moment. Und genauso fühlt sich das an. Ich war darauf vorbereitet. Ich wusste, wenn dieser Moment kommt, lass dich fallen. Lass dich einfach immer tiefer fallen. Ich habe mich so tief reinfallen lassen, dass sich jegliche Dualität aufgelöst hat und ich war auf einmal in diesem Moment. Das klingt abgefahren, wenn man es noch nicht erlebt hat. Ich hatte es Gott sei Dank vorher schon gelesen. Ich war der Wal im Meer. Ich war die Ameise auf dem Palmenwedel. Ich war der Palmenwedel. Ich war der Sand unter meinem Haus. Ich war die Wolke über mir und ich war auf einmal alles. Das ist der Moment, wo man dahin zurückkehrt, wo wir herkommen. Wenn wir diesen Körper verlassen, das geht jetzt sehr tief in die Philosophie, das mag für manche zu abstrakt klingen, aber in diesem Moment des völligen Friedens ist ein ganz tiefes Verstehen, es gibt nichts, was dich in Gefahr bringt. Egal, was du verlierst, egal, was dir gesagt wird im Außen, egal, ob du physische Gewalt erfährst, egal, ob du Missbrauch erfährst. Es kann deinen inneren Kern, deine Seele, kann nichts kaputt machen. Du bist sicher, weil du bist I am. Und dieses tiefe Erfahren, das ist so machtvoll, das ist so massiv, dass das seitdem, das ist bei mir über 15 Jahre her, dieser Moment, der hat seitdem alles in meinem Leben infiltriert und es gibt nichts mehr, wovor ich wirklich Angst habe. Natürlich gibt es stressige Situationen. Natürlich bin ich manchmal als alleinerziehende, berufstätige, selbstständige Mutter. Es gibt Situationen, wo ich an die Grenze komme dessen, ich kann nicht mehr. Aber ich habe diesen Moment so tief in mir drin, dass ich weiß, das ist kein Hoffen, das ist kein Wünschen, sondern ein Wissen. Und das ist auch das, was ich so sicher meinen Leuten weitergebe, die ich an die Hand nehme und die durch diesen Prozess trage. Ich weiß, ich kann dort immer wieder hinkommen, in diesen völligen Frieden. Auch wenn es jetzt im Außen gerade stressig ist, ist, und das hat jeder, der gerade zuhört, du hast das, wir alle haben das in uns drin, diesen Kern dessen, wo wir herkommen, wo absoluter Frieden ist, wo wir immer wieder hinkommen können. Ja, das ist wie Fahrradfahren. Wenn du es einmal gelernt hast, wenn du dir einmal diesen Zustand erarbeitet hast, dann kannst du dort immer wieder hinkommen. Das geht nicht mehr weg. Okay, nun hat jetzt nicht jeder irgendwie die Zeit, das Geld, die Muße und den Mindspace, irgendwie nach Indien zu fahren und da irgendwie ewig lange zu meditieren. Das geht ja sicherlich irgendwie auch ganz vielen von deinen Coaches so. What are you doing there? So, wie
kannst du die an die Hand nehmen und denen das Gefühl zumindest vermitteln oder denen eine Ahnung geben. Absolut. Sehr, sehr guter Punkt, den du anbringst, weil das ist ein Thema, das höre ich natürlich immer wieder. Das ist was, wo ich angesetzt habe, als ich aus Indien zurückkam. Und genauso deswegen habe ich mein Programm entwickelt, weil mir ist absolut klar, es kann sich nicht jeder monatelang mit Sadhus in eine Höhle setzen, so wie ich das gemacht habe. Ja? Und es muss aber auch nicht jeder absolute Erleuchtung erlangen und den absoluten Samadhi erreichen. Es gibt natürlich a very large scale. Ja? Es gibt von ein ganz kleines bisschen bis hin zu sehr, 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 sehr viel, wie bei allem im Leben. Es muss nicht jeder ein Formel-1-Weltmeister werden. Es reicht, wenn du sicher Auto fährst und wenn du es genießt, Auto zu fahren. Das Beispiel gebe ich immer sehr, sehr gerne. Und unser Geist, es muss nicht die völlige Erleuchtung sein, aber ein bisschen Frieden, da gab es ja mal so ein kitschiges Lied in den 80er Jahren, ein bisschen Frieden ist das Mindeste, was du dir täglich geben solltest, um in einem friedlichen, glücklichen Geist zu leben und einen gesunden Körper zu entwickeln und einfach das Leben zu genießen und aus diesem Hamsterrad, aus diesem Stress rauszukommen. Das heißt, diese Techniken, ja, ich habe mich stundenlang hingesetzt und habe meditiert und bin, da ist einfach alles aufgegangen. Es reichen aber schon Baby Steps. Ja, wenn du jeden Tag, und ich fange bei den Leuten, die ich arbeite mit Menschen, die haben überhaupt keine Meditationserfahrung. Ich höre ganz oft von Leuten, ich kann nicht meditieren, dafür bin ich viel zu hibbelig. Das ist überhaupt nichts für mich, so ruhig zu werden. Wo ich sage, okay, lass das Wort meditieren weg. Nimm mir einfach mal 3 Minuten, und da hat keiner die Entschuldigung zu sagen, die Zeit habe ich nicht. 3 Minuten nach dem Zähneputzen, ja. Setzt du dich irgendwo hin? Ich weiß, das ist gerade bei berufstätigen Müttern schwierig, einfach mal eine Me-Time zu finden. Mach dir diese 3 Minuten frei, setz dich hin, geh durch deinen Körper. Ich bringe meinen Leuten einen Bodyscan bei, der dauert 90 Sekunden. Wenn du einfach mal jede Zelle deines Körpers ganz bewusst wahrnimmst, das können wir, wenn ihr wollt, könnt ihr mal in den Chat tippen. Ich habe das schon. Hunderte Male während Corona habe ich das mit meinen Leuten online gemacht, täglich. Ich habe die aus dieser Paniksituation, als Leute dachten, sie verlieren ihre Jobs, ne, das war ja am Anfang sehr beängstigend für sehr viele Menschen. Ich habe mit denen online tagtäglich diese Techniken gemacht. Ein Bodyscan. Mit dem Einfach mal. Bodyscan schließen wir heute diesen Chat ab, würde Ja, ich sagen. perfekt. Ja, Machen wir, gute machen wir. Sache. Es ist wirklich. Und du wirst. Lass uns dann noch die Reaktionen der Leute auch abholen. Es ist unglaublich, wenn du diesen 90 Sekunden, 90 Sekunden, die hast du jeden Tag. Und wenn du das jeden Tag machst, am Anfang des Tages, morgens nach dem Zähneputzen, das kannst du trainieren, so wie jeder putzt sich morgens die Zähne. Ja? Und wenn du das so trainierst, dass das zu deiner täglichen Routine dazugehört, das ist nichts, was du extra machst. Das gehört einfach dazu. Es ist normal, das zu tun. Wenn du das jeden Tag machst, dann hast du schon mal etabliert eine ganz andere Body Awareness. Und Stress und ich bin außer mir, er ist außer sich zu sein, ist ein Mangel von Body Awareness. Und wenn du ein Körperbewusstsein, eine Achtsamkeit für deinen Körper, für dein Fahrzeug, mit dem du durchs Leben gehst, etablierst, dann gehst du mit einem ganz anderen Empfinden durch den Rest des Tages. Fakt. Ja, das ist schon mal eine ganz einfache Sache, die kann jeder machen. Da braucht man keine Meditationsvorerfahrung. Das geht auch, wenn man hibbelig ist, gerade dann. Ja, das zweite Werkzeug, was wir permanent bei uns haben, ist der Atem. Ganz spannender Fakt. Ich bin ein Atemfanatiker, ja, ist im Yoga natürlich ein ganz wichtiges Werkzeug. Bei meinen Ausbildungen unterrichte ich die Anatomieklassen, wo es um das Atemsystem geht. Unser Atem wird im Gehirn aus dem gleichen Bereich gesteuert wie unser Stresssystem. Einfaches Beispiel, ihr kennt eine Situation, wo du gestresst bist. Du stehst an der Ampel, ein Auto kommt von der Straße ab und du bist kurz in diesem Fight-or-Flight-Modus. Was passiert mit dem Atem? Ja, das wird schnell und oberflächlich, weil die Stress-Response losgeht. Was ist, wenn wir entspannt sind? Die stressige Situation ist vorbei. Ja, der Stress verlässt den Körper. So wie eine stressige Situation sofort
meinen Atem beeinflusst, geht das aber auch in die andere Richtung. Das heißt, mein Atem beeinflusst das Stressareal in meinem Gehirn. Wenn ich also Techniken lerne, mit denen ich in einer stressigen Situation trotzdem ruhig atme, geht eine Information ans Gehirn, es kann nicht so schlimm sein, weil der Atem ist ja ruhig. Was ja vor allen Dingen dann auch total Sinn macht, wenn sich der Stress quasi im Körper manifestiert. Also die Stresssituation im Verkehr oder vor einer ganz, ganz wichtigen, ganz aufregenden Präsentation oder sonst irgendetwas, das ist natürlich das eine, da irgendwie zu sagen, oh komm, dann atme doch einmal durch. Well, you know. Funktioniert manchmal aber sicherlich nicht immer. Wenn aber jetzt jemand zum Beispiel als sogenannte Trauma Response langfristig einen sehr oberflächlichen Atem hat, es gibt ja wirklich Leute, wo du merkst, oh boah, die atmen wirklich nur so bis hier oben so, ne? Also die wirken die ganze Zeit gestresst. Wenn jetzt zum Beispiel du als Mutter die ganze Zeit alleine bist und du merkst, boah, ey, komm gar nicht zur Ruhe, dann wird sich das wahrscheinlich auch in deiner Atmung manifestieren. Und dann macht es Sinn zu sagen, okay, ich bringe mir jetzt Mittel, Wege und ja, Mittel und Wege bei, das zu beeinflussen. Ja? Absolut, ab 100%. Und auch das können wir als ganz normal etablieren. Wir können unsere Art und Weise zu atmen, können wir umtrainieren. Ein nicht trainierter Mensch, der nicht achtsam atmet, der hat genau das, dieses, achtet mal drauf, wenn ihr euch mit jemandem unterhaltet, wie viele Menschen, ich zeige jetzt übertrieben, ja, du kannst aber trainieren, dass deine Stress-Response, der Trigger auf Stress, Angst, Traurigkeit, nicht mehr dieses ist, ich zeige es übertrieben, sondern wenn ich genervt bin oder gestresst oder unter starker Anspannung, dann passiert es bei mir automatisch, weil ich es über 20 Jahre trainiert habe, dass ich in diese Atemtechnik komme. Und das ist wie eine Schutzbarriere im Gehirn, weil tatsächlich physisch, es werden andere Synapsen verschaltet im Gehirn als in der Stress-Response. Das heißt, das ist so, du schaltest, das ist nicht, das ist kein esoterisches Gerede, das ist wirklich wissenschaftlich erwiesen. Du verschaltest andere Synapsen in deinem Gehirn, als wenn du nicht achtsam atmest. Das heißt, über dieses kannst du gar nicht erst in die Stress-Response kommen und dieses Ich bin außer mir, er ist außer sich, findet nicht statt. In dem Moment, wo du bewusst tief atmest, kannst du nicht außer dir sein. Und mit dem Wort Response komme ich noch einmal zu diesem Thema innere Kraft, weil also wir verlieren unsere innere Kraft ganz oft immer als Response, also dann, wenn wir uns als sogenanntes Opfer sehen, Opfer der Umstände. Ne? Und machtlos fühlen gegenüber dem, was uns gerade begegnet, was uns gerade passiert. Dann kommen wir entweder dieses Fight, Flight or Freeze. Ne? Also manche sagen, oh, sag, ja, kann ich aber jetzt leider nichts machen. Die anderen, die werden dann ganz aggressiv und andere Leute ziehen sich dann raus aus der Situation. Sind alles normale Handlungsweisen, aber verhindert leider oft auch, dass wir proaktiv die Situation anpacken und verändern können, und zwar in einem klaren Bewusstsein unserer selbst. Ja? Absolut. Guck mal, jetzt Genau. gehen wir direkt rein. Würden wir jetzt so sprechen? Sorry, wenn ich dich unterbreche. Ich gehe da direkt rein. Du hast gerade gesagt, das sind normale Verhaltensweisen. Ersetz mal normal mit nicht bewusst. Das ist no shame, keine Verurteilung. Ja? Normal impliziert immer, es ist okay, das kann so bleiben. Ersetz mal mit nicht bewusst. Das sind nicht bewusste Handlungsweisen, weil mir nicht bewusst ist, was ich da mache. Und jetzt ersetz mal, du hast eben gesagt, ich kann da nichts machen. Ja? Ich kann oder ich muss. Sind nicht bewusste, non-deliberate choices. Das heißt, es sind keine bewusst gewählten Aktionen. Und jetzt ersetzt das mal mit ich will. Ich muss heute früh aufstehen oder ich muss zum Sport. Ersetzt es mal mit ich will. Oder ich kann da jetzt gerade nichts machen. Ersetzt das mit ich will. Das heißt, du kommst aus dieser Victim Mentality in eine Empowered Mentality. Das heißt, du bist nicht das Opfer der Umstände, sondern es ist deine Wahl. Du bringst dich selber, und da sind wir wieder bei der Sprache,
Ja, ich bin da wirklich, das ist so ein bisschen Korinthenkackerei, aber ich bin da, das ist es, wenn man darauf trainiert ist und da kann man sich Ja. erst trainieren, ganz genau hinzugucken. Zwei Shifts von ich kann, ich muss zu ich will. Probier das mal aus. Und da passiert ganz viel. Ich finde das ganz schön. Ja, danke, dass du das jetzt so auch noch einmal sagst. Ich schreibe gerade ein bisschen mit, immer, dass ich die ganze, weißt du, dass ich auch es habe am Ende. Aber für mich ging es ja darum, auch zu illustrieren, wie das dann aussehen kann, um dann wieder darauf zu kommen, wie komme ich denn da tatsächlich, ich will oder ich möchte, wie komme ich denn da wieder in meine Macht, in meine Power, in meine Kraft? So. Und atmen ist ein Weg. Du hast jetzt noch einen zweiten Weg dann genannt und das ist dann wirklich die Sprache. Also aus dieser unbewussten Reaktion eine bewusste Wahl, eine Sprache, also sprachlich das so zu verändern, dass ich mich ermächtige. Ja? Weil Absolut. ich will oder ich möchte, das ist ja schon, wenn ich das sage, ne? Das kommt ja aus mir heraus. Genau. Während ich kann oder ich muss gleich so etwas Reaktantes hat Absolut. einfach, ne? Und Also genau, und es kommt auch dieses, wenn du sagst, ich muss, ja, das höre ich von meinen Leuten ganz oft, mit denen ich arbeite. Ich muss mehr Sport machen. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. ja. Ich muss, damit es mir gut geht, viermal die Woche Sport machen. Ganz simpel, das trifft auf alles andere zu, wo dieses ich muss mit dem Rauchen aufhören, was auch immer es ist. Wir nehmen mal den Sport. Ich muss viermal die Woche zum Sport. Wenn du das nicht schaffst, kommt direkt wieder dieser innere Kritiker, du hast es nicht geschafft, you're a failure, gebich, nie schaffst du das mehr. Kennen wir alle, ja? Sagst du aber, ich will viermal die Woche zum Sport und du hast es vielleicht nur zwei oder dreimal geschafft, der Wille ist immer noch da, das verändert sich nicht. Ich will, naja, ich habe es diese Woche nicht geschafft, ich will es aber immer noch, dann schaffe ich es nächste Woche. Auch da nehmen wir dem inneren Kritiker Wind aus den Segeln, ja, und wirklich dieses, wir haben es eben einmal im Chat gesehen, diese Nachsichtigkeit und da fängt die Selbstliebe an, sich eben nicht selber abzubieten und auszupeitschen innerlich, weil man Dinge nicht geschafft hat, sondern auch mit sich selber nachgiebig zu sein. Du hast eben übrigens auch noch so ein schönes Stichwort gesagt, wie die eigene Oma zu sein. Und das ist ein ganz eigener Prozess. Dazu fehlt jetzt die Zeit, da noch in der Tiefe drauf einzugehen. Aber diese unbewusste Reaktion und Trigger-Response, das ist ganz oft das innere Kind, das reagiert. Der Mensch, der an irgendeiner Stelle verletzt wurde, wo der Ursprung ist von diesem Negative Self-Talk und die bewusste Handlung, das ist der erwachsene Mensch. Und es ist ein wunderschönes Bild auch, wenn man in einer Situation ist, wo man denkt, oh, das habe ich schon wieder nicht geschafft, dass der erwachsene Mensch, ja, da nehme ich meine Leute durch, wo man an den Punkt kommt, dass man sagt, jetzt lass mal die erwachsene Milka, die versteht, dass es völlig okay ist und die schon mal in dieser Situation gewesen ist, der Selbstliebe, der es ist gut, dass ich da bin, ich habe viel geschafft. Nimm mal die kleine Milka an die Hand in dieser Situation, wo sie denkt, oh, schon wieder nicht, und na, 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 na. Und da findet ganz viel Heilung statt. Wenn sich der ausgereifte, erwachsene Mensch mit dem Kleinen verbindet und dem Kleinen sagt, es ist nicht so schlimm, es ist okay. Und auch da haben wir wieder dieses Wechselspiel von Streben, Wollen nach mehr und Wachsen und Ausheilen und gleichzeitig aber auch diese Momente dessen, es ist okay, ich bin und das ist gut so. Was ich so schön finde an unserem Gespräch ist, dass ich jetzt irgendwie in dieses Gespräch, also ich bin vorher reingegangen und habe gedacht, okay, jetzt kommt ganz viel so like Empowerment Talk im Sinne von so Hustle-mäßig, weißt du, so hier kämpft da und macht dir und bla bla bla. Aber das Gegenteil ist der Fall, ne? Also es ist ganz, eigentlich ist in die eigene Kraft zu kommen, ein ganz liebevoller Prozess, so, ne? Also von dem, wie wir jetzt, also wie du es gerade beschrieben hast, wo wir uns selbst an die Hand nehmen und uns mitnehmen auf eine Reise, von der wir nicht wissen irgendwie, ne, wohin sie geht oft, ne? Wir wissen nur, wir fallen irgendwann in uns selbst hinein, aber uns diese
liebevoll Momente zu gönnen, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen in einer liebevollen Art und Weise, ne? Uns wohlwollend selbst, also uns selbst zuzuwenden. Das ist eigentlich der größte Teil dieses in die eigene Kraft kommen. So, ne? Das finde ich brutal schön. Absolut. Es Brutal gibt ja schön. diesen alten Spruch, in der Ruhe liegt die Kraft. Das ist ein Fakt. Und wenn du dir die Biografien, ja, es geht auch um Empowerment und Hustle und ein Ziel haben und eine Vision haben und da dran zu bleiben. Wenn man Erfolg im Business haben will, zum Beispiel, dann ist das wichtig. Ja, wenn du nur da sitzt und sagst, es ist alles gut so, wie es ist, dann bleibt alles so, wie es ist. Das mag ja oft in Ordnung sein, aber je nachdem, was man erreichen möchte, muss man sich auch manchmal anstrengen. Wenn du dir aber die Aber das Biografie. Geile ist ja auch, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, aber das Geile ist ja auch, dass es auch liebevoll ist, sich seiner Vision zuzuwenden. Absolut. Ja, also da, Absolut. aber eben nicht mit diesem, wenn du das nicht schaffst und ich will, sondern nee, ich will. Absolut. So, das ist mein Herzenswunsch, das zu tun. Und deswegen werde ich jeden Schritt machen und werde mich freuen, wenn mir wieder einer gelingt und werde sagen, meine Güte, nun bin ich aber gefallen, was lerne ich daraus und weitermachen. Weißt du, so dieses, Hundertprozentig. ja. Sich selber vergeben, wenn es nicht klappt. Und je schneller ich mir vergebe, desto schneller kann ich weitermachen. Und das ist das Geheimnis. Ich liebe es, Biografien von erfolgreichen Unternehmern zu lesen. Napoleon Hill Foundation wird dir was sagen. Das ist die größten Unternehmer der Welt, Menschen, die die Elektrizität erfunden haben. Ja, sie Ja. alle haben dem Muster von Napoleon Hill gefolgt. Das ist über 100 Jahre ein Klassiker. Und ganz wichtig ist dieses sich selber vergeben, wenn was nicht geklappt hat. Und wenn das sofort passiert, kannst du auch sofort weitermachen und wälzt dich nicht Tage, Wochen, Monate lang in diesem Negative Self-Talk. Ja, es kommt immer wieder dahin zurück. Und dann macht der Weg auch Spaß. Ja? Ich muss so lachen. Also Leute, was ich euch irgendwie hier heute noch mitgeben möchte, das nächste Mal, wenn ein großer Fehler passiert, dann denkt an meine Mutter und folgendes Gesicht. That's it. Das ist das, was ich immer mache. Aber mit so einer Freude, like, ich mache jetzt weiter. Das war scheiße, aber geil. So. War sehr geil, heute mit dir gesprochen zu haben. Ich möchte gerne jetzt die Zeit nutzen, noch diesen Bodyscan zu machen. Du hast ja gesagt, das war 180 Sekunden, ne? Genau. Lass uns das machen. Und ihr könnt danach, also auf jeden Fall Herzen schicken. Ihr könnt das Ganze, wie ihr euch, also wenn ihr ein bisschen Zeit braucht, in euch zu gehen und so, verstehe ich auch. Dann schreibt mir uns doch gerne in die Kommentare, wie ihr das fandet, was das mit euch gemacht hat. Und ob ihr das auch gerne weitermachen möchtet. So, ich freue mich immer besonders Menschen, die auch im TV gearbeitet haben, jetzt mit diesen wertvollen Themen, also wenn die jetzt rausgehen, stark und wichtig. Danke, Melanie. Sehr schöner, sehr inspirierender Talk. Loved it too. Und ich möchte jetzt meinen Body scannen. Okay, dann fangen wir jetzt damit an. Am besten ist es, solltet ihr noch nicht barfuß sein oder auf Strümpfen, wenn ihr barfuß seid oder auf Strümpfen, Okay. ja, damit ihr eine gute Verbindung habt. Wenn du auf dem Stuhl sitzt, setz dich so hin, dass die Füße schön flach mit dem Boden verbunden sind, dass dein Gesäß schön stabil mit der Sitzfläche des Stuhls verbunden ist. Wenn du auf dem Sofa sitzt, leg dich gerne auf den Rücken. Ja, wir machen jetzt den kleinen Bodyscan, weil wir uns wenig Zeit nehmen. Aber guck mal, wie du dich jetzt fühlst und dann schau mal, wie du dich danach fühlst. Schließ ruhig gerne die Augen. Und dann atme mal tief ein und aus durch die Nase. Nimm mal ganz bewusst wahr, wie die Atemluft kühl in deine Nase eintritt, wie sich der Sauerstoff den Weg durch deine Kehle in die Lungen führt. Mach dir bewusst, wie der Sauerstoff hier jede deiner Zellen mit frischer Energie versorgt, bis hin zu den Fingerspitzen, bis hin zu den Fußspitzen. Dann nimm wahr, wie der Atem mit der Ausatmung die Nasenlöcher ein wenig wärmer verlässt, wie hier alles, was du nicht mehr brauchst, abtransportiert wird, die verbrauchte Luft abgegeben wird. Und mit diesem bewussten Atem für ein paar Momente lass jetzt mal völlig los und nimm einfach nur deinen Körper wahr. Nimm deine Fußsohlen wahr, sie fest auf dem Boden stehen oder entspannt liegen.
die Zehen wahr. Nimm deine Fußgelenke wahr. Geh dann mit der Achtsamkeit ein bisschen weiter hoch in deine Waden. Nimm die Schienbeinknochen wahr. Nimm deine Knie wahr. Nimm deine Kniescheiben wahr. Geh mit der Wahrnehmung mal unter deine Kniescheiben. Lass die Knie ganz locker. Nimm jetzt deine Oberschenkel wahr. Nimm deine Oberschenkelrückseite wahr. Die Oberschenkelvorderseite. Entspann deine Oberschenkel. Entspann dein Gesäß. Nimm dein Gesäß wahr, wie es ganz satt auf der Sitzfläche deines Stuhls sitzt oder entspannt liegt, wenn du im Liegen zuhörst. Nimm deine Hüftknochen wahr. Nimm jetzt deinen Rücken wahr, deine untere Wirbelsäule. Lass die ganz entspannt locker werden. Nimm deine Brustwirbel wahr. Nimm deine Nackenwirbel wahr. Nimm deine Schultern wahr. Mit der nächsten Ausatmung lass deine Schultern ein bisschen tiefer sinken. Nimm deine Oberarme wahr. Deine Ellenbogen. Spür deine Ellenbogengelenke. Lass sie ganz locker werden. Lass deine Arme ein bisschen tiefer sinken. Nimm deine Handrücken wahr. Deine Handinnenflächen. Nimm den Raum zwischen deinen Fingern wahr. Und lass deine Hände noch ein bisschen tiefer sinken. Nimm jetzt deinen Nacken wahr, deine Kehle. Und spür, wie der Atem jetzt ganz ruhig mit der Ein- und Ausatmung die Kehle entlang strömt. Nimm dein Gesicht wahr, dein Kinn, deine Lippen. Lass die Zunge ganz schwer in den Rachen sinken. Nimm deine Ohren wahr, deine Wangen, deine Nase. Nimm deine Stirn wahr, deine Augen, die Augenbrauen. Lass die Augen ganz schwer in ihre Höhlen sinken. Entspann dein Gesicht. Nimm deine Kopfhaut wahr, dein Gehirn. Mit der nächsten Ausatmung lass alles ganz entspannt los. Und wiederhole innerlich: I am, ich bin. Mit der nächsten Einatmung spür, wie deine Brust sich hebt. Mit der Ausatmung lass sie sinken, lass alles los, was du nicht mit in diesen Tag nehmen möchtest. Und dann komm langsam mit der Achtsamkeit zurück in deinen Körper, atme ein bisschen tiefer ein durch die Nase. Und atme nochmal ganz tief aus. Mit der nächsten Einatmung richte die Wirbelsäule ein bisschen weiter auf, nimm den Körper wieder ganz bewusst wahr. Und dann atme mal aus durch den Mund. Mit der nächsten Einatmung wiederhole nochmal ich oder I. Und ausatmen am oder bin. Ich bin. Mach das noch ein, zwei Mal in deinem eigenen Rhythmus. Ein, I oder ich. Aus, oder bin. Lass den Atem jetzt noch ein bisschen tiefer werden, wenn du soweit bist. Öffne dann sanft wieder deine Augen.
Und dann trag das durch den Rest deines Tages. Ich bin, I Es waren jetzt knapp 2 Minuten. Ich habe noch das Gesicht mit dazu genommen, weil du es so genossen hast, Milka. So schön. Ich finde das immer ganz interessant, wie meine Nase anfängt zu kitzeln, wenn ich mich anfange, weißt du? So schlecht zu meditieren, aber die ersten Herzen kommen schon und sie haben ihren Grund. So, es ist, ne, also dieser Gedanke, ich kann nicht meditieren oder ich bin schlecht, der ist so obsolet. Also überhaupt der Gedanke, ich kann das nicht oder ich bin schlecht da drin oder sonst irgendetwas, das ist so obsolet, just try. Versuch es Ja, doch immer erstmal. und wir Und alle das ist das haben Wunderschöne. unseren Körper und wir alle können eine Verbindung mit unserem Körper aufnehmen. Es ist erstmal egal, wie du es nennst, ob du es Meditieren nennst oder einfach, ja, jeder, der jetzt In mitgemacht Verbindung hat, wird gehen. irgendwas gespürt haben und dieses Genau. I am. Und wenn du das täglich machst, dann wirst du sehen, wie sich die Dinge verändern. Und das Tolle ist, also mein erster Gedanke war, I am, und ich muss darauf gar keine Antwort finden. Ja. So. Das reicht erstmal. Also, Das das ist der reicht total. erste kleine Schritt. Ja, und irgendwo muss man anfangen. Da nutze ich ganz bewusst das Muss, was ich sehr selten tue, mit dem ersten kleinen Schritt. Und das ist ein wunderbarer erster Schritt, hier immer mal Kontakt aufzunehmen. Ich habe gesehen, wie wenig Zeit das braucht und wie schön das ist. Ja, sehr schön. Sehr schön. Melanie sagt gerade, da hilft noch das Wort noch. Ja, ich kann es noch nicht, ich kann es erlernen, wenn ich mag, wenn ich möchte, wenn ich will. Da sind wir wieder. Ne? Und probiert es mal aus. Wenn du das regelmäßig machst, wird ein Shift stattfinden. Genau, jeder braucht einen Ort, an dem er sich spürt, ganz gleich, wo der Ort ist. Absolut, Jenna. Und diesen Ort, dieses Fahrzeug, dieses I am, das haben wir immer bei uns. Egal wo, das ist ja das Schöne. Du brauchst kein Werkzeug, du brauchst keine Sportgeräte. Ich mache das an der Ampel im Berliner Straßenverkehr. Ja, je stressiger es im Außen ist, das hast du immer bei dir, das kann dir niemand nehmen. Wenn dir alles wegbricht, wenn du alles Geld verlierst, das du hast, wenn du alle Freunde verlierst, die du hast, das nimmt dir niemand. Und je tiefer du dich hier verbindest, selbst das finale Loslassen dieses Fahrzeuges, diese Wahrnehmung, dieses Fühlen. Ja, ich habe auch schon häufiger Sterbebegleitung gemacht. Und wenn du ganz stark verbunden bist, dann ist selbst das Loslassen dieses Werkzeugs, dieses Außen, es ist irgendwann nicht mehr schlimm, weil dieses I am, ich bin, das hört nie auf. Das hört nie auf. Naja, und wenn du das Blatt bist und die Ameise, dann bist du der Le das Leben und der Tod. Also, ne? Also, Alles, alles. ne? Es ist, Also ja, dann, es ja. ist immer full circle. Es ist immer full circle und wir müssen vergessen, um uns zu erinnern und wir müssen ins Außen gehen, um ins Innen zurückzufinden. Wenn wir Aber es ist, wollen. wenn wir wollen, genau, wenn wir wollen. Wir müssen nicht, Wenn wir wir wollen. möchten, ja, Wir zum möchten. Wachsen möchten wir. Und das ist immer da, das Innen ist immer da, das kann euch niemand nehmen. Aber wir wollen leben und das wissen wir, wenn wir uns die Nase zuhalten und lang genug nicht, ne? Ja. Dann strömt die Luft so schnell, sobald wir die Nase wieder aufmachen, strömt die Luft rein. Das ist unser Lebenswille. Ja. Und das ist etwas Schönes. Das heißt, Leben bedeutet auch entwickeln. Entwickeln bedeutet auch lernen. Heute haben wir ganz viel gelernt von dir. Es war ein total schöner Talk. Ich bin jetzt irgendwie total zen und gehe genauso zen in meinen Sonntag. Wie sieht dein Sonntag noch aus? Ich werde auch zen in den Sonntag gehen. Ich hole gleich meine Tochter ab. Die war auf einer Übernachtungsparty bei einer Freundin. Das heißt, ich habe heute happy, bubbly Erinnerungen, die ich nachher bekomme. Und wir taufen jetzt einfach mal den Sonntag, den Zen-Tag. Das fand ich sehr schön, wie du das gemacht hast. Genau. Also in diesem Sinne, ich danke dir sehr, dass du den so schön für uns eingeklungen hast. Ich lade das Ganze jetzt natürlich noch hoch. Das seht ihr dann, wenn ihr euch gerade erst eingewählt habt, dann sorry, not sorry, but einfach online noch einmal nachgucken. Und ich kann dir nur wieder Danke sagen, Hat mir so wie gestern auch sehr, sehr schon. großen Spaß gemacht, Milka. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne jederzeit wieder. Jederzeit, ja genau. Schön, dass du das sagst. Danke. Einen wunderschönen Zen-Tag. Dir Ebenfalls. und euch allen. Ciao. Ciao.